Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Alles und Nichts mit Anne. Wir machen heute eine schnelle Runde mit neuen Produkten, die bei mir eingezogen sind. Ein paar First Impressions, ein paar Produkte habe ich schon off-camera benutzt. Und wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt unbedingt dran. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, hi, schön, dass ihr mich gefunden habt. Hier geht es um Make-up, um farbenfrohes Make-up. Vor allen Dingen sind aber Indie-Brands meine große Leidenschaft. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst mir doch gleich ein Abo da. Mittwochs und freitags lade ich meine Videos hoch und nach dem Intro geht es direkt los. Juhu, hier seht ihr das fertige Ergebnis, welche neuen Produkte ich benutzt habe und welches Fazit ich dazu ziehe, erfahrt ihr gleich. Wir sehen uns gleich ungeschminkt, Vergangenheits-Anne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Hi, wir probieren heute zusammen ein paar neue Produkte aus. Wir starten direkt. Ich habe keine Lust, dass das Video zu lange wird. Ich habe hier den Skin Enhancer Luminous Tinted Serum von Rose Inc. Und ich habe das schon ausprobiert. Ich glaube, das ist mit der schönste Fund, den ich dieses Jahr gemacht habe, Make-up-wise. So, so geil. Und zwar ist das, ihr könnt das vielleicht sehen, dass da sind so kleine Pünktchen drinne. Das ist ein Serum, wo quasi Foundation-Kügelchen drin sind. Ich zeige euch das mal mit einem kleinen Pumpstoß. Ja, kleiner Pumpstoß ist gut. Und so sieht es dann aus. Seht ihr das? Und dann verreibt man das. Und dann platzen die so auf und vermischen sich mit dem Serum. Und man kann das dann richtig schön in die Haut einarbeiten. Auf der Hand sieht das gar nicht so geil aus, aber im Gesicht. Wir machen das. Ich habe meine Tagespflege drauf und ich mache das tatsächlich mit der Hand. Ich mache einmal so, zack, und einmal so, zack. Erinnert mich an das Kosas-Video, was ich mal gemacht habe, zu dem Tinted Oil, was die hatten. Und dann reibe ich mir das im Endeffekt wirklich wie eine Creme ein. Das ist übrigens die hellste Nummer. Das müsste die 100 sein. Und dann reibe ich mir das wie eine Creme in mein Gesicht ein. Und während ich das einarbeite in meine Haut, wird das pudrig dann irgendwann und hinterlässt so einen ganz tollen Effekt. Ich finde, ihr könnt auch sehen, dass es doch auch einen abdeckenden Effekt hat. Es gleicht meine Rötungen in meiner Haut aus und korrigiert auch so ein bisschen die Farbe unter meinen Augen. Und jetzt fängt es langsam an einzuziehen, sich einzuarbeiten in die Haut. Es kann sein, dass es heute einfach ein bisschen länger dauert, weil ich heute relativ unmittelbar, bevor ich das jetzt aufgetragen habe, meine Hautpflege benutzt habe. Aber wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt. Habt ihr schon mal eine Gesichtsmassage probiert? Ich finde es so entspannend, wenn ich mit Produkten wie zum Beispiel meiner Hautpflege einfach so eine richtig schöne Gesichtsmassage mache. Und ich finde sowas bietet sich doch auch total gut an. Und schaut mal, es fängt jetzt an, in die Haut einzuziehen und hinterlässt trotzdem noch diesen leichten, extrem leicht, ne? Das ist wirklich ein, es ist wirklich ein Serum. Einige benutzen das auch als Primer nur. Und ich war aber auf der Suche nach einer ultra leicht Version, um das Hautbild zu perfektionieren. Weil wir können uns jetzt gerne mal im Vergleich dazu, wenn ich jetzt hier mit dem Einmassieren fertig bin, können wir uns nochmal einfach eine klassische BB-Creme anschauen. Und dann zeige ich euch mal, was ich gesucht habe, was dieses Tinted Serum im Endeffekt erfüllt. Ne? So, und jetzt habe ich es eingearbeitet. Meine Haut fühlt sich unheimlich hydratisiert an. Ist ein ganz schönes Gefühl. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen sitzen und dann können wir auch direkt mit den anderen Produkten weitermachen. Aber Leute, so ein geiles Produkt. Ich bin so happy, dass ich das gefunden habe. Das habe ich aus Großbritannien, konnte ich das nur kaufen. Das ist eine US-Marke, die in Europa so direkt nicht geführt wird. Aber es gibt ein, zwei Online-Shops in Großbritannien, die das führen. Und ich habe das bei Space NK gekauft. Und die regeln das auch alles mit Zoll bzw. Einfuhr und die Versandkosten sind auch nicht zu teuer. Von daher fand ich das wirklich eine gute Gelegenheit und ich finde,
Das Ergebnis ist es wirklich wert. Super teuer, das Zeug. 47 Euro die Flasche. Ist schon eine Hausnummer, ne? Wie so eine klassische CC-Cream aussieht, von der, ja, von der Deckkraft her, die ja auch eher nur sehr leicht sind. Und dann zeige ich euch, dann zeige ich euch hier nochmal, habe ich noch so ein bisschen am Schnüffel, zeige ich euch hier nochmal das Serum im direkten Vergleich. So, dann gehe ich erstmal an die CC-Cream. Die ist so von der Deckkraft her. Und hier ist nochmal das Serum von der Deckkraft her. Natürlich sind es auch leicht unterschiedliche Farbtöne, aber ich glaube, ihr könnt das Ergebnis doch deutlich. Komm, hallo! Das kann man doch deutlich sehen, dass hier bei der CC-Cream schon auch mehr Deckkraft da ist, obwohl die auch leicht ist. Und die ist halt ultra leicht. Und das ist das, was ich mir gewünscht habe. Ich mache mal ein bisschen von der CC-Cream auf meine Nase. Die hat meistens immer ein bisschen mehr Rötungen. Was ich mir eben gewünscht habe, dass ich trotzdem eine Abdeckung habe, die meine Rötungen kaschiert, die vor allen Dingen aber so ein schönes, gesundes, gepflegtes, feuchtes Hautbild macht, ohne dieses doch merkbare Tragegefühl einer CC-Cream. Ne? Und also ich bin total begeistert. Also ihr könnt mir nicht sagen, dass das für mich, also für mich in meinen Augen, nicht mit die beste Anschaffung diesen Jahres ist. Also ich bin absolut begeistert. Wie gesagt, das ist die, ach, 010 ist das, die hellste Farbe. Und ich glaube, die haben es in 5 bis 6 Farben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Preis doch relativ hoch, aber man kriegt es doch auch immer mal wieder mit Prozenten. Ich hatte es für 20% Rabatt geholt und ja, das ist dieses Tinted Serum. Es geht weiter mit den anderen neuen Produkten. So, da ich keine neuen Augenbrauen- und Lippenprodukte habe, habe ich das schon gemacht. Heute schauen wir uns die Natasha Denona Mini Gold Palette an. Auch die ist neu bei mir eingezogen. Hatte ein gutes Schnäppchen gemacht und ich habe Lust, hier einen schnellen, aber sexy Look mit euch zu schminken. So, es sind ja nur 2 matte Farben. Ich gehe hier in die erste Farbe hinein. Die trage ich mir hier schon mal großzügig in meine Lidfalte auf. Und ich meine, ich erwarte jetzt die ganz normale Natasha Denona Lidschattenqualität. Ich meine, guckt mal, wie schön alleine das jetzt schon als Kontur in der Crease aussieht. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen fleckig aus. Das wirkt aber nur in der Kamera so. Es ist nicht fleckig. Also sehr, sehr geile Farbe. So ein schönes, leicht modrig grünes Braun. Und dann gehe ich auch hier in die Farbe rein und verteile mir die hier so. Also es soll wirklich ein quicker, schneller, smokiger Look werden. Nichts Aufregendes. Und dafür, also nichts Aufregendes im Sinne von, dass es jetzt ewig braucht. Und dafür bietet sich Natasha Denona immer super an. Guckt mal, wie schnell ich da jetzt quasi schon so eine geile Crease, so einen schönen dunklen Außenwinkel kreiert habe. Nochmal zum Vergleich, was das auch wirklich ausmacht, wenn wir unsere Augen einfach konturieren. Also es ist wirklich, ja, ich kenne es und liebe es von Natasha. Ich nehme das Restprodukt, was auf dem Pinsel ist, und gehe hier einfach unten drunter nochmal ran an den unteren Wimpernkranz. Da gucke ich noch nicht mal meistens in den Spiegel für. Und dann habe ich da gleich so eine ausgerauchte untere Kontur geschaffen. Und ich würde sagen, wir machen es echt voll unkompliziert und nehmen jetzt diesen dunklen Schimmerton hier für außen und natürlich diesen geilen goldenen Mittelton für mittig vom Lid. Und dann haben wir auch schon im Endeffekt den Augenlook fertig. Also das ist hier heute wirklich quick and easy und trotzdem spektakulär. Und schaut euch das an, könnt ihr das sehen? Das ist so ein schönes Moddergrün mit goldenem Schiff drinne, also absolut fantastisch. Der Hingucker schlechthin ist natürlich dieses Gold, auch mit einem grünen Einschlag, aber einem warmen grünen Einschlag. Absolut fantastisch. Ich glaube, das ist auch so ein ganz klassischer Standardlook von dieser Palette.
was man mit dieser Palette wirklich standardmäßig sehr, sehr gut schminken kann. Jetzt vermische ich mir die beiden Schimmertöne hier nochmal auf dem Augenlid. Such mir noch, mach nochmal kurz den hier. Ach, vielleicht wisst ihr, vielleicht mache ich das wirklich. Ich gucke nach oben und gehe hier ganz vorsichtig nochmal mit dem Gold bei und ziehe mir das hier noch so hin. Aber holla, holla, wie geil. Sehr, sehr nice. Dann lassen wir doch das Gold auch, das lassen wir jetzt erstmal so. Ich mache schnell das andere Auge fertig, tusche mir die Wimpern und zeige euch die anderen neuen Produkte. Ja, ein neues Produkt habe ich noch, was ich euch zeigen kann. Und es bleibt also spannend. Bis gleich. Ah, oh, ich finde es so, so schön bisher. Richtig, richtig geil. Ich habe mir einfach noch einen ganz normalen Highlighter geschnappt, Inner Corner Highlight gemacht. Ich brauchte irgendwie noch was anderes zu diesem Gelbgold. Und dann zeige ich euch noch das letzte neue Produkt in meiner Sammlung. Auch wieder Packaging des Todes. Und zwar ist das von Fenty die Diamond Bomb Triple Drip Palette. Das sind drei Highlighter. Ich glaube, das war die Weihnachtskollektion, die Holiday-Kollektion vom letzten Jahr. Da haben wir hier einmal Fuzzy, Fenty Glow und Hot Chocolate. Das sind so drei limitierte Auflagen. Und ich habe jetzt Lust, das als Highlighter mit euch zu verwenden. Ich habe gestern schon damit rumgespielt. Ich mache euch mal Swatches, weil die haben eine ganz interessante Textur, die ja, die ich auch so noch nicht wirklich viel in meiner Sammlung habe. Da haben wir hier einmal Fuzzy. Dann kommt Fenty Glow. Und hier kommt Hot Chocolate. So. Ja, die, ich bin da jetzt richtig reingegangen. Deswegen, also schon klar, dass Fenty Glow und Hot Chocolate generell eher zu dunkel für meinen Hautton sind. Was ich euch aber zeigen will, ist, dass die diesen ganz nassen Schimmer Glitzer-Effekt haben. Und ich habe es mir auch gestern schon mal auf die Wangen aufgetragen und ich sah aus wie so eine Nymphe, die gerade aus dem Wasser auferstiegen ist. So richtig geil glitzerig. Also es ist ein Glitzer-Highlight, heißt ja auch Diamond Bomb. Und das ist auch tatsächlich eine Bombe. Und ich gehe jetzt in die Farbe Fuzzy hinein. Ich habe so einen etwas fester gebundenen Highlighter-Pinsel. War ein Spam-Anruf. Naja, gut, Nummer gleich gespeichert. So, dann bin ich in Fuzzy drin und dann gehe ich hier mal ran. Und auch wenn das jetzt so aussehen könnte, als wenn da nichts raufkommt, ne? Also Fuzzy hat ja die hellste Grundfarbe, ne? Und wenn man das mit so einem Pinselchen aufträgt, dann ist es ja ein bisschen weniger stark als mit dem Finger. Das heißt, wir haben hier wirklich diesen nassen Schimmer-Effekt auf der Haut und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das sehr gut sehen könnt. Von vorne seht ihr, dass es nur ein ganz leichter Farbabgabe ist und dann kommt dieser wette Sparkle da dazu und es sieht einfach so, so nice aus. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die anderen Farben wie Fenty Glow und Hot Chocolate durchaus auch vertretbar sind, wenn man sie, also auch auf so einem hellen Hautton, den ich habe, wenn man sie eben nicht so zentral mit dem Finger aufgibt, ne? Und also ich finde das so eine spannende, andersartige Textur und ich freue mich, ich habe dann super Schnäppchen gemacht mit dieser Highlighter-Palette. Ich glaube, die hatte irgendwie 40 Euro original gekostet, dann war sie auf 22 Euro runtergesetzt und dann habe ich nochmal 15% extra bekommen und also so, so geil. Und dazu, ich bleibe beim gleichen Pinsel und gehe in den Nabla Skin Glazing in der Farbe Truth rein. Das ist ein schimmernder Blush. Und den gebe ich mir jetzt im Endeffekt noch da drunter so ein bisschen, ne? So tupf, tupf, tupf. Oh, ich bin da gut reingegangen. Ich bin sehr gut reingegangen. Dann nehme ich mir immer noch mal einen Blushpinsel ohne Produkt und arbeite mir das jetzt hier noch so ineinander und verblende mir das schön. Vielleicht hätte ich erst den Blush machen sollen und dann den Highlighter. Gut, ist manchmal so. Ich arbeite mir das jetzt hier noch so ein. So, fertig eingearbeitet. Ich finde, es ist so, so geil geworden. Nochmal,
Überraschungsfund des Jahres ist für mich wirklich dieses Tinted Serum. Diese Gloss Bombs, die finde ich so, so cool. Diamond Bombs heißt es übrigens. Gloss Bombs sind ja die Lipglosse von Fenty, die ich übrigens auch liebe. Ich finde es geil. Ihr müsst aber wirklich auf Glitzer stehen. Wenn ihr sowas auch toll findet, sind die bestimmt wirklich super. Ich finde, sie sind wirklich den Hype wert, den sie bekommen haben. Und ich meine, was soll ich dazu sagen? Das ist Natasha Denona, hat so abgeliefert, wie ich es gewohnt bin. Wenn ihr auch Dinge gewohnt seid, wie zum Beispiel auf andere Videos von mir zu klicken, dann macht es doch mal hier oben. Hier unten lasst ihr mein kostenloses Abo da. Ich freue mich, wenn die Community wächst. Wir sehen uns ganz bald beim nächsten Mal wieder. Passt schön auf euch und auch mit Menschen auf. Bis dann. Ciao.